Du willst Redakteur spielen und uns beweisen, dass du so viel besser drauf hast als wir, News viel schneller findest und diese auch so viel schöner ausformulierst. Ja, dann log dich doch einfach ein und leg los. Klick auf Profil, auf News einsenden und neue Nachricht übermitteln. Wähle dann noch eine Überschrift für deine News und einen Untertitel, der das Ganze ein bisschen ausführt. Dann noch den Nachrichtentyp aussuchen und du kannst schon deine eigenen News schreiben. Willst du dann einzelne Worte vielleicht fett, kursiv oder unterstrichen markiert haben? Mach es wie ich. Markier das Wort oder den Text und klick auf einen der Buttons. Hast du dann noch eine Internetseite, wo vielleicht mehr Screenshots sind? Dann klick auf URL, gib einen Text ein oder den Namen der Internetseite und gib dann die URL bzw. den Link ein. Und schon wird das Ganze, wenn du deine News gespeichert hast, nur noch mit dem Namen der Internetseite aufgeführt. Willst du jetzt vielleicht noch schreiben, wie toll du dein Thema findest oder wie doof du das findest, dann nutze dafür am besten die Kommentarfunktion, denn in so eine News gehört wirklich nur die Information, die du auch aus der Quelle beziehst oder aus anderen Quellen. Aber die solltest du dann auch mit einem entsprechenden Link versehen. Hat deine News ein Video, setz hier einfach einen Haken, damit direkt auf der Startseite angezeigt wird, deine News hat ein Video. Jetzt musst du noch entsprechende Schlagworte einfügen, damit du deine News auch jederzeit wiederfinden kannst und auch andere deine News finden können. Jetzt noch den Namen deiner Quelle angeben und die entsprechende URL bzw. den Link. Und schon ist deine User News fertig. Willst du uns einfach nur auf eine News hinweisen, dann schick uns doch bitte einfach nur den Link zur News über das Quelle-URL-Fenster. Wir wollen nicht, dass du irgendwie von anderen Seiten komplett den Text kopierst oder so. Wir freuen uns stattdessen schon auf deine erste eingeschickte News oder auf deine zweite, dritte, vierte, fünfte oder was weiß ich wie vielte News. Also leg einfach los und schreib.